Für 125 Jahre an den 90er Jahren vom 19. Jahrhundert waren ganz schlimme Winter, wo ganz viele Bäume erkalt sind. Futtigänge sind und da waren Mangtum und Obstbäume da und da hat sich ein Gruppement von Obstbauern zusammengetan, um eine Relance am Obstbau zu kreieren und für neue Obstbäume zu pflanzen. Dieses Gruppement, den sich heute den Lützebäuer Landesobstbauverein nennt, den hat heute Mission, am Anfang den Obstbau weiter zu fördern. Mit einem Selbstversorgungsgrad am Obst von 1% ungefähr. Dafür ist es immens wichtig, für das an die Luft zu schrauben. Das heißt, wir wollen Bauern, Obstbauern motivieren, hier Fläche auszudehnen, für das wir noch mehr Obst kriegen, dass wir können am Selbstversorgungsgrad an die Luft kommen. Ich wünsche mir für den Lützebäuer Obstbau, dass die positive Tendenz von den letzten Jahren, die durch die Covid-Krise noch verstärkt gehen ist, wo die Leute viel mehr bewusst ankaufen gehen und noch mehr lokal ankaufen gehen, was das für uns geht. Für das wir das gute Lützebäuer Obst, das wir haben, auch können so in den Mann bringen. Denn Soroptimist International ist weltweit die größte Organisation für und mit Frauen, die im Jahr 1921 zu Oakland in Kalifornien gegründet wurde. Und zwar mit dem ersten Serviceclub für professionelle Frauen weltweit. Politisch und religiös neutral engagiert den Soroptimist International sich gegen alle Formen von Gewalt gegenüber von Frauen und jungen Mädchen und viel Recht auf Education auch für alle Frauen. Als Lützebäuer Soroptimist International Union als 1955 gegründet wurde, wir haben 10 Clubs mit etwas mehr als 300 Mitgliedern. Für junge Mädchen und Frauen die bessere Education zu ermöglichen, gucken wir hauptsächlich für die Möglichkeit zu gehen, vom Finanziellen her, für ihr Schulgeld zu bezahlen oder für eben hier Schulmaterial zu finanzieren. Auch die Räumlichkeiten, die Infrastrukturen sind immens wichtig. Hier im Land teilen wir auch zum Beispiel Bursen aus oder für Jungfrauen, die schon eine Formation haben oder eine gewisse Ausbildung haben, für etwas zusätzlich, sie wird professionelle Formation oder so. Für Frauen, die Opfer von Gewalt gehen, haben wir hier im Land zum Beispiel Wohnungen, die wir ihnen ganz kurzfristig können zur Verfügung stellen. Am Ausland machen wir da auch Projekte, allerdings immer am Zusammenarbeit mit lokalen Soroptimistinnen, für eben da die Frauen auch können zu begleiten. Soroptimist sein heißt ja eigentlich etwas bewirken. Und natürlich wünsche ich mir, dass man vom Resultat vom Centenaire vielleicht durch so spezifische Aktionen wie eben Lodentember, dass man dadurch vielleicht ein paar neue Mitglieder kriegen und dass wir können weitermachen mit diesem Projekt eine bessere Welt für Frauen. Den Handball als Nom, Fußball und Basketball. Die dritte Equipe-Sportart hat zu Lützebüsch mehr und in den letzten 30 Jahren auch ein ganz erfolgreich. Den Handball ist ein kampfbetonten Sport, wo aber auch Technik mit verbunden ist. Der Handball rekrutiert zurzeit, kann er schon ab dem 4. Lebensjahr und es sind im Moment ein gut halb Dutzend Talente an ausländischen Handballinternaten tätig. Den definitiven Abschwung, den aus kommen übrigens zu 70 Jahren, man baut von den vielen Sportzellen durch das Land. Du kannst den Handball zu 7 praktiziert gehen, was mehr interessant war, wie den Handball zu 11 umfällt. International wird den Handball Lützebüsch sich nie brauchen zu verstoppen. Das beste Beispiel ist ein von seinen Vereinen, den Handball Esch, den 2013 tatsächlich bis zum Finale von der Coupe d'Europe 4 gekommen war. Der 75. Anniversär wird auf verschiedene Manieren gefeiert. Du hast das erste Mal ein Gala-Match zwischen Deutschland und Portugal, den 5. November 2021. Da findet der internationale Kongress von der Europäischen Handballföderation zu Lützebüsch statt. Es gibt ein Buch emittiert, es findet eine Seance Akademik statt und es gibt ein Spezialthema von der Post emittiert und da sind wir besonders froh darüber. Als Marsch populären, die fanden praktisch alle Weekend statt, meistens auf einem anderen Platz. Und da kann auch Schiedfreie mitmachen,
Siewet allein, mit der Familie, mit den Freunden. Die können den Hund mithüllen, die können den Kutsch mithüllen. Und die trippelt an der Vitesse wie der Welt. Aber wenn man natürlich auch noch zurücksieht, dann ist es auch flott, für an der Geselligkeit neue Freunde kennenzulernen oder mit den Freunden zusammen nach ein paar zu holen. Wir bieten praktisch alle Sonntag Strecke nur von 15 an 20 Kilometer, heißt es mal mehr. Und da kann der Jitfren sich eben die Distanz raussuchen, für die er sich fit findet. Dafür haben wir auch keine extra Präferenzen, weil wir hier im Land überall wunderschöne Wanderwege haben. Und alle Vereine bieten auch immer die schönsten Plätze von seiner Gegend an, für zu wandern. Wir haben momentan einen ganz großen Success mit unseren Wanderungen, mit praktisch alle Sonntag über 1000 Leute, die wandern gehen. Und unser Wunsch wäre, dass es das so bleiben. Und wir geben uns natürlich auch freuen, wenn es Schulen sich auch noch ein bisschen mehr gibt und unsere Wanderer beteiligen. Für die Aufgaben und Visionen von der Fondation Maison de la Porte Ouverte geht es so, dass wir wollen helfen und bewohnen. Wir wollen denen Frauen, die misshandelt werden, denen Kinder, die misshandelt werden, die bei uns an unsere Heimat kommen, helfen, um ein Kind auf ihr eigenes Bein zu kommen. Daneben begleiten wir aber auch Immigranten, die nach Lützburg kommen und die am Anfang kein Dari wird im Kap haben. Wir probieren ihnen alle guten eine Hilfestellung zu geben, zurück an ihr Leben zu kommen. Wir haben am Anfang verändert heute zu Lützburg, dass wir den ersten Frauenfeier abgemacht haben, wir haben den ersten Feier für junge Mama abgemacht, wir haben den ersten Centre Parental abgemacht. Wir sind am Anfang die Einzigen, die ein Accueil de jour orthopädagogique für Jugendliche haben. Und das ist auch so, dass wir die Ersten waren, die Lüner in kein Haus abgemacht haben für Victimen von der Traite des Êtres Humains. Also ich meine, wir bringen es fertig, ganz innovativ auf Besuchen von der Lützburgischen Gesellschaft zu entfalten. Vom 50. Anniversaire erwarten wir, dass wir die Fondation Maison de la Porte Ouverte mehr bekannt machen und dadurch, dass als Aktionen, die wir machen und als Arbeit, die wir machen, dass die auch mehr bekannt werden, für so eben besser die Leute zu erreichen, die in einer Notsituation sind.